Geht, da wird ziemlich viel liegen gelassen. Und da ist es Mixic von draußen. Kichern läuft gerade richtig heiß. Ja, und die gesamte Bank ist aufgesprungen und hat die Jungs angefeuert. Jetzt wird ja noch zu oft gespielt, aber jetzt immer mehr. Und der zählt noch, und das ist typisch irgendwie für Kirchheim und Nürnberg am heutigen Abend. Das bessere Ende für Kirchheim am Schluss zu gehen in diesem Match heute in der Barmer OA 2. Bundesliga hier auf Sport Deutschland TV. Mixic. Hat lang gewartet, hat sich den Ball zurechtgelegt, wie er ihn brauchte. Und springt wieder zurück. Sträfliche Heine gelassen. Und schön gesehen von Carlo Mixic. Wir sehen sie nochmal in der. Natürlich bleibt die Entscheidung bestehen und natürlich bleibt Kirchheim hier im Ballbesitz. Sehr, sehr gut. Und nächste spektakuläre Aktion der Kirchheimer. Und das ist der Mann, der Schlags. Schöner Kick-Out-Pass und nächster dran. Und Brauner mit dem Auge und stark von Mixic. Jetzt steht Heidelberg. Mixic von der Bank. Ja, Mixic. Ja. Und wieder mit dem Dreier und der passt schon wieder. Schöner Pass. Boah, ganz blöd. Ich fucking over. Der Flaute geht. Ich fucking over. Ich denke, da will er sie einfach dann auch auf Spur halten. Ball gebracht von Mixic, der für Wohlrad gekommen ist. Und das war wirklich eine super Finte. Vermute ich mal. Ah, Mixic macht es jetzt mit Richie Williams zusammen. Oh, Mixic ist gut drauf. Mixic ist gut drauf. Ja, der zweite Dreier nacheinander. Stand da unter der Woche. Williams und Lee Fry, die Auswechselbank. Gerade warm halten. In den letzten 40 Sekunden dieser ersten. Oh, schöner Pass. Schöner Pass von Kamerik. Was lustig ist. Aus der Auszeit. Ohne Wirkung. Carlo Mixic! Auch ein sehr interessanter junger Big Man, der sehr vielseitig ist beim Werfen. Egal. Ja, nur auf dem Mixtape macht sich das. Ja, das. Carlo Mixic. Ui, hat sich gekommen. Kevin Wohlrad mit dem Dank. Aber nicht minder spektakulär das Anspiel von Carlo Mixic. Nelson beschäftigt sich da mit Mixic, der postet auf. Hat größte Vorteile, macht das gut. Sag noch hinten auf Jan Hagen noch. Mixic mit dem Dreier, der tut weh. Der fällt. Hast du. Zu Hause die Leute sitzen, dass sie dem Team in Green die Treue halten, dass sie interessiert bleiben, dass die Hoffnung. Was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, im letzten Jahr noch für die Helsinki Seagulls unterwegs war, da wo der gute Kendall McCullum gelandet ist. Genau. Ja, jetzt bei dieser hohen Führung. Oh, Mahoney. Sträflich vergessen worden in der Zone.
Pass von Mixic auf. Aufpassen, dass die nicht zu formatig werden, dass sie nicht zu selbstsicher werden. Denn ja, Paderborn kann Basketball spielen, Carlo Mixic aber auch nicht. Kirchheimer Hand. Mein Teams. Zu Beginn des letzten Spielabschnitts bei den Knights, Carlo Mixic. Kevin Wohlrath und Andreas Kronhardt. Gestern Fred Hösing. Guter Pass. Der hätte Kronhardt. Der darf dir nicht passieren. Ja, und hat man ein wenig. Ich meine, die Optionen, wie sie es teilweise vorher bekommen haben, da doch durchaus Unterschied in der Präsenz. Und Kirchner jetzt mal 8. Und Andreas Kroner. Auf die Tafel.